Oh, ich stehe jetzt, als ob ich der Boss von euch wäre, Mann. Fehlen noch so Ketten, kann man den Ball wo sehen? Eure Halsdinger dran sind, Junge. Diese Hunde vor mir am Kriechen, Junge. Hey yo, was geht ab, meine Freunde? Patrick hier am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf PMTV. Und ich bin nicht allein. Miti, aka Angie, ist am Start. Hallo. Und auch der Lars. Yo. Und Freunde, wir haben heute eine neue Challenge für euch. Das Video wird unterstützt durch Quickplay. Danke an dieser Stelle. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Warum? Denn wir haben, Miti, mach dich mal ein bisschen kleiner. Im Hintergrund könnt ihr sehen, ein Tor, und das Tor ist unterteilt in mehrere Zonen. Oben im Winkel seht ihr zwei Felder, unten in den Ecken jeweils auch zwei Felder und drei in der Mitte. Und wir werden jetzt, Miti, du kannst wieder hochkommen, eine Free-Kick-Challenge gegeneinander machen. Ja, jeder von uns hat fünf Schüsse. Wir schießen jetzt hier vom 16er-Kreis her. Oben gibt zwei Punkte in den Winkel und unten in den Ecken jeweils ein. Und wer die drei in der Mitte trifft, kriegt einen Punkt abgezogen, weil da nochmal der Torwart steht. Wer am Ende am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Der mit den wenigsten Punkten kriegt auf den Arsch. Ihr kennt das, Freunde, Daumen nach oben nicht vergessen für diese Challenge. Genau, und ja, wir hatten das ja schon öfters mit Quickplay und ihr könnt euch da auch was gönnen, falls ihr wollt, denn hatten wir schon einige Nachrichten bekommen von Abonnenten, die haben da zugeschlagen, denn ihr habt einen satten Rabattcode unten in der Videobeschreibung, wird jetzt eingeblendet, PMTV25 für 25% Rabatt. Einige haben das für ihre Fußballmannschaft für sich privat geholt, weil da kann man gut mit trainieren, sei es mit einem Rebounder, sei es mit einem kleinen Tor, sei es mit allem Möglichen, was sie da haben. Und dieses Produkt kommt auch demnächst auf den Markt und da kann man natürlich an der Präzision feilen, ne Patrick? Ja, und man kann aber überhaupt gleich treffen. Ja, eben. Also ich bin mal gespannt, wie das hier ablaufen wird, Freunde. Wir hoffen, das Video gefällt euch. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, Hashtag Patrick, Hashtag Lars oder Hashtag Meti, wer diese Challenge gewinnt. Nicht vorspulen. Ohne zu schummeln, Freunde. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt eine Chance habe als Tor, weil normalerweise bin ich ja dieser große Fleck da, ne? In der Mitte, ne? Aber ja, also schauen wir, wer hier gewinnen wird. Ich würde sagen, let's go. Ja, Freunde, wie gesagt, oben rechts und links gibt es zwei Punkte. Unten links und rechts gibt es einen Punkt. Trifft man eines der Löcher in der Mitte, gibt es einen Minuspunkt. Und wie gesagt, Pussy-Schüsse unten links und rechts sind nicht gestattet heute und nicht erwünscht. Und jetzt kommt Ronald Weasley im Manchester United-Trikot. Lars. Oh, das Gold. Man weiß es nicht. He scores goals. Oh, passt in die Mitte. Schade, Lars, Junge. Schade. So, Miti ist jetzt dran. Der Lars kommt links ins Bild gelaufen, beziehungsweise hinter die Kamera. Lars, Kommentar noch kurz zu deinem Schuss. Geil. Okay. Und ist der Miti auch geil? Wir werden es rausfinden. Oh. Nix. Ich dachte kurz, der geht da rein, ne? So, Freunde, nachdem der Lars ziemlich knapp dran war, ich verkackt habe, hat der Patrick jetzt die Chance, hier in Führung zu gehen. Und der kommt nicht verkehrt. So, Lars ist dran. Mal schauen, was er jetzt hier raushaut. Die linke Klebe. Nee, so nicht. So, Freunde, Hasan Salihamidžić beim Freistoß. Der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Der Hasan macht den rein. Ja, stark live. For my Swedish girls. Eingelocht. Call me. So, Patrick ist an der Reihe. Mal schauen, welches Eck er sich aussuchen wird. Oh, der geht auf Power. Mit das war der perfekte Freistoß, würde ich sagen. Yes. Unterkante Latte schön in den Sack rein suchen wird. Oh, der geht auf Power. So, Lars ist dran. Mal schauen, welches Eck er nehmen wird. Es sieht nach links aus. Da warst du aber ganz knapp dran an Minuspunkt, mein Freund. So, Miti, Junge, was hast du vor? Ansage links oben. Ansage links oben? Wir sind aber gespannt, so hoch kommst du doch gar nicht. Oh, das war knapp. So, Patrick ist dran. Zlatan Ibrahimovic. Und der kommt gefühlvoll, aber gegen die Latte. Oh shit. So, Lars, Junge, vielleicht hörst du jetzt mal. Ich glaube nicht. Oh, das hat ihn motiviert. Und nee, er hängt. Ein Punkt. Einer. So, mein Lieben, der Meti ist jetzt dran. Hochkonzentriert geht er an die Sache ran. Und, oh, knapp. Da richtet er sich nochmal die Socken vor seinem, ein spezieller Gruß geht nach raus. Die Person weiß, glaube ich, Bescheid. Mach ihn rein. Der macht den. Der macht den. Der macht den 1-3 mit. Das liegt am Gruß. So, Lars.
Du bist dran, Junge. Stell dir vor, Champions League Finale, 90. Minute. Du hast den entscheidenden Freistoß auf dem Fuß. Such dir die Ecke aus, links oder rechts. Wohin geht's? Oh, yes! Ho-ho-ho! Lasi-hasi, Junge. So, Meti, wenn du jetzt nicht triffst, dann ist es vorbei, mein Freund. Dann kriegst du auf den Arsch. Und? Oh, sieht gut aus. Oh, fast Minuspunkte. So, Patrick, der letzte Schuss. Mal gucken. Oben links, nein. Oh. Zwischen die beiden Netze. So, Freunde. Der Lars hat den ersten Schuss auf Metis Arsch. Danach bin ich dran, Junge. Lars, ab geht's. Ist der echt mehr dran? No! Jawoll! Alter, Lars! Du bist ja verrückt! So, Freunde, Challenge ist vorbei, geht an mich. Glück gehabt, kann man sagen. Glück gehabt, kann man sagen. Ein paar gute Dinger dabei, Lars. Aber Glückwunsch. Ja, Freunde, ihr wisst Bescheid. PermTV 25 für 25% Rabatt. Danke nochmal an Quickplay Sports. An dieser Stelle, geiles Gerät. Ich habe noch was zu sagen. Ich brauche noch eine Schwedin, die mich pflegt. Also, falls ihr jemanden kennt, Ihr wisst das. Instagram anschreiben, alles gut. Okay, ist vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.